Willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Snap! Wir sind hier in Folge 28 unterwegs, mal wieder auf der Pokémon-Insel. Und ja, was bleibt uns jetzt noch? Wir haben noch eine Challenge zu schaffen, die wir in der letzten Folge nicht geschafft haben. Es geht jetzt um die Mew Challenge. Die Mew Challenge ist ganz einfach zu erklären. Wir wählen eine Strecke aus, nämlich die Farbenwolke. Das ist die Strecke, auf der wir die Challenge noch nicht geschafft haben. Die einzige Strecke, die uns noch bleibt. Und hier kann man das seltenste Pokémon finden, wie dort im Text angegeben ist. Und wir müssen die Highscore schaffen. Wir haben eine Challenge-Punktzahl von 420.000 zu schaffen. Der dortige Highscore, der angegeben ist, ist über 420.000. Weil wir in einer Testaufnahme schon die Challenge gleich geschafft haben und wir das leider nicht mehr rückgängig machen können. Aber das macht ja nichts. Wir werden einfach trotzdem jetzt nochmal zeigen, wie das geht. Alex, das schaffen wir doch nochmal, oder? Na klar, da du am Steuer bist, bin ich ja total fein raus. Ich gucke mir das einfach nur an. Timo zeigt euch dann, wie gut er so ist. Wie gut er ist mit den Äpfeln. Er schmeißt nämlich gleich wild mit Äpfeln um sich. Wehe, du schmeißt jetzt mit Rauchbällen. Hä, welche Äpfel? Also man kann auch mit den Rauchbällen schmeißen. Das geht auch. Aber Timo mag die Äpfel eigentlich lieber. Die sind nämlich ein bisschen treffsicherer. Wie ihr seht, geht hier fast kein Apfel daneben. Ja, und jetzt gilt es, wie beim letzten Mal auch, Mew zunächst aus dieser Kugel, aus diesem Schild, was auch immer es genau ist, rauszuholen, indem wir dreimal mit einem Apfel dagegen werfen. Und wenn der dritte Apfel trifft, das soll jetzt der Fall sein, genau. So gut haben wir uns eingespielt hier. Genau, dann sieht man so ein Animationsschild kaputt und dann gibt es einen neuen Schild. Den muss man auch dreimal treffen. Und das sieht dann so aus, wenn man ihn einmal trifft. Und wenn der dreimal getroffen ist, geht der auch kaputt. Und dann, das kennt ihr ja auch noch aus der letzten Folge, ich erkläre es trotzdem nochmal. Fliegt Mew von hinter uns oder neben uns startend vor uns weg und hinter seinem Schild her, will wieder rein in den Schild. Und wenn man dann Mew mit dem Apfel trifft, dann kann man richtig gute Fotos schießen. Und das wird Timo uns jetzt zeigen. Da fliegt Mew hinter dem Schild her und jetzt gibt's richtig dicke Fotos. Nochmal, damit wir noch mehr Fotos machen können. Und man kann auch die Fotos machen, während sich Mew dreht. Das ist okay. Und idealerweise geht das jetzt einfach ein paar Mal so und Timo trifft natürlich immer mit dem Apfel, fast immer. Das ist aber gar kein Problem, wenn er nicht trifft, dann kommt Mew einfach wieder von vorne. Man muss nochmal gegen den Schild werfen, diesmal nur einmal. Und dann geht das gleiche wieder von vorne los. Und dann sollte das idealerweise am Ende zu dem Highscore führen. Jawohl, sehr schön getroffen. Ganz klasse. Nochmal, na, komm. Jawohl. Ja, das war sicher, das war wichtig. Oh, top. Schon fast der halbe Film voll. 29 Bilder sind geschossen, 31 sind noch im Film. Und die brauchen wir aber auch, damit wir den Highscore kriegen. Also wer sich jetzt denkt, 29 Bilder, das reicht ja wohl. Nee, das reicht nicht, auf gar keinen Fall. Yes. Sehr gut. Jetzt nochmal den Apfel auf das Mew werfen, damit wir Fotos schießen können. Oh. Yeah, der hat gesessen. Ich weiß nicht, ob die Bilder so toll sind. Dann fahren wir erstmal ein Stück näher ran. So, jetzt geht's nochmal wieder los. Top, das sieht gut aus. Noch ein Apfel draufgepfeffert. Richtig gemein. 11 Fotos sind noch im Film. Einmal noch ist das Tor nicht in Sicht, das heißt, einmal müssen wir noch treffen. Ein Treffer würde noch genügen. Nein! Oh, Timo macht das richtig spannend heute für uns. Wahnsinn. Schauen wir mal, ob es trotzdem hinhaut. Da hat er getroffen. Nein, das Tor kommt in Sicht. Nein! Jetzt gilt es, jetzt steht es. Wenn es jetzt klappt, klappt's. Wenn nicht, dann ist schlecht. Oh, nicht nervös werden, Timo. Getroffen! Jetzt musst du es noch ein bisschen halten in der Pose. Ein bisschen näher rankommen. Pass auf, du musst jetzt langsam die Fotos machen, sonst bist du draußen. Oh, 4 waren noch im Film, glaube ich.
Na, wir schauen mal, ob das reicht. Na, mal gucken. Was meinst du? War das ein guter Durchlauf oder eher nicht? War gar nicht schlecht, aber ich glaube, es reicht nicht. Oh, dann müssen wir nochmal. Ich tippe mal auf unter 400.000. Dann sag ich, es reicht. Okay, es reicht. Wow, was haben wir denn da für Bilder gemacht? Das müssen ja unglaubliche gewesen sein zwischendurch. Da waren wahrscheinlich richtig, richtig gute dabei. Also nicht ganz der Highscore, 437.490 war der Testaufnahmen-Highscore, jetzt sind es 430.190, was aber immer noch exzellent ist, vor allem mit weniger Bildern als beim Test, oder? Ja, das stimmt. Also wenn du jetzt noch 3 Bilder mehr gehabt hättest, hättest du wahrscheinlich deinen Highscore sogar geknackt. Ja, ein Bild mehr hätte gereicht, ne? Ein Bild mehr hätte gereicht. Das wären ja über 7.000 gewesen. Stimmt. Ein Bild mehr, das heißt, das war eigentlich der beste Durchlauf bisher. Fast. Ja, eigentlich schon, ja. So qualitativ waren das richtig die besten Bilder. Ja, was wir jetzt zur letzten Folge anders gemacht haben, war, dass wir uns überlegt haben, dass man vielleicht auch Fotos von Mew machen kann, während sich Mew noch so dreht. Das habt ihr ja bestimmt gesehen. Und die Bilder zählen auch als besonders gut. Das heißt, wir haben einfach, während Mew sich gedreht hat, ganz viele Bilder gemacht und haben dadurch enorm viele Punkte gemacht. Und den Highscore damit geschafft, die Challenge meine ich, geschafft und... Dann werden wir uns nochmal Mew-Bilder angucken, ne? Ja, jetzt müssen wir nochmal gucken, ob ein 10.000er-Bild dabei ist. Man kann nämlich mit Mew 10.000 Punkte machen mit einem Bild. Das ist das beste Bild, was man machen kann. Und das wollen wir mal schaffen. Wollen wir mal gucken, ob eins dabei ist. Das ist, glaube ich, noch zu weit weg. Genau, also das Bild, was man auf der linken Seite sieht, ist das aus der Testaufnahme, die wir vorhin gemacht haben. Und das war schon... Da hatten wir eine Größe von 800. Das heißt, 1000 ist ja das Maximum. Wir wollen also noch näher an 1000 ran. Das Mew war also entweder zu groß oder zu klein. Ich tippe mal auf zu klein. Also der Hauptkörper war zu klein von Mew. Du warst allerdings zwischendurch auch mal ziemlich nah dran, dachte ich. Nee, okay, schade. Ich geh nochmal zurück, einmal. Krass, dabei warst du so nah dran. Na, dann müssen wir das hier nehmen, ne? Also das hier entweder oder... Nee. Irgendwie sowas, wo sich das so dreht? Ach, nee. Nee? Nee. Aber vielleicht, wenn du jetzt mal noch nach rechts, noch ein weiter, und dann rechts oben das. Ich weiß nicht, ob der Fuß noch... Aber das ist zu wenig, oder? Ja, ist zu wenig. Dann nimm doch das unten in der Mitte, oder? Okay. Ja, weiß ich nicht, ob das reicht. Aber wir gucken mal, wie viele Punkte das gibt. Manchmal ist Professor Eiche auch ein bisschen... Ne? Komisch. So, jetzt gilt es, Timo. Ist es das perfekte Bild? Hoffentlich. Na, perfekt weiß ich nicht. Ja, das ist das seltene Mew. Und wir kriegen dafür 2500 extra Punkte. So wie immer. Ach so. Okay, und jetzt kommt's drauf an. Größe 700. Nee. Oh, 690. Viel zu klein, Timo. Was hast du da gemacht? Ja, das ist einfach... Richtig das Müllbild. Richtig das Müllbild, ja. Ja, das Bild auf der linken Seite hat natürlich mit seiner besseren Größe dann sehr viel mehr Punkte geholt und ja. Das macht aber nichts. Hauptsache die Challenge ist geschafft. Das war das Wichtige. Alles andere wäre nur Kür gewesen. Und das bedeutet, wir haben jetzt alles geschafft, was man in Pokémon Snap schaffen kann. Außer natürlich die perfekten Fotos der Pokémon machen, aber alle Herausforderungen, die einem das Spiel an den Kopf wirft, haben wir gemeistert. Oder hast du gemeistert? Ich habe dazu nicht so viel beigetragen. Ich habe die leichten Challenges gemacht. Also hast doch hier, wir haben uns die Challenges gut aufgeteilt. Das stimmt. Das, zum Glück so, dass du die Farbenfolge gemacht hast. Ja, und das bedeutet, wir sind jetzt komplett fertig mit dem Spiel. Es hat nichts mehr zu bieten. Keine besonderen Herausforderungen. Das Fazit hatten wir in der letzten Folge schon mit reingemacht, oder nicht? Ich weiß nicht. Haben wir schon Fazit gemacht? Na gut, also... Das ist schon so lange her. Ich hoffe, ich widerspreche mich jetzt nicht zum letzten Fazit. Also ich fand das Spiel gut. Hä, du hast doch letztes Mal gesagt, das ist ein Scheißspiel. Stimmt, das habe ich gesagt. Ne? Naja, hat Spaß gemacht. Schön kurzweilig, nicht zu langatmig. Wir haben tolle Bilder gemacht und jetzt ist auch mal gut. Wir haben jetzt auch schon einige neue Projekte natürlich in Planung. Und was denkst du?
zu dem Spiel. Ich weiß, ich erinnere mich noch an das alte Fazit. Ich weiß noch, ich habe gesagt, was besser wäre, wäre, oder was cool gewesen wäre, wäre mehr Pokémon noch reinzunehmen. Und die sollten eine Neuauflage machen, Pokémon Snap 2. Oh. Mit allen Pokémon, die es jetzt mittlerweile gibt. Vielleicht oder so, keine Ahnung. Oder mindestens die ersten beiden Generationen, weil das sind die coolen. Alles klar, okay. Und so weiter, ja. Aber ansonsten ist es ein Top-Spiel, auf jeden Fall sehr witzig. Macht viel Spaß. Und ja, aber ich denke, wir müssen das jetzt nicht nochmal alles ausreizen. Wir schmeißen uns einfach ins nächste Projekt und sehen euch dann da wieder. Jupp. Bis dann. Dann bis dann. Ciao. Tschüss.